Einfache Blasen rasen über das Bild. Eine jede Blase quillt bis zur nächsten, und wo sie diese berührt, da spürt sie das, und es macht ihr Spaß zu klingen. Und ich fang jetzt zu diesen Blasen an zu singen. Ja. Soweit so lustig, soweit so ernsthaft. Das hier ist, ja, die absolute Spätphase von moderner Musik. Sie ist total volkstümlich geworden. Ein süßes, kleines, wenige Euro kostendes Programm macht heute malerische Musik. Und ich wiege mich jetzt eine Weile da drin. Was ich noch anschließen muss bei diesem Volksprogramm, ist eine Veränderung der Klänge, während die Art, wie die Impulse dieser Klänge zueinander finden, die finde ich sehr originell. Ich weiß nicht, ob der App-Erfinder das ganz frisch entdeckt hat. Kreise wachsen an, und an den Berührungsstellen einer Kreislinie mit einem Punkt macht's Klick-Klang. Und man kann jetzt mit Vorsicht Melodien formulieren. Es gibt ja die Tonnachbearbeitung, sodass wir jetzt hier im ersten Schwung mal eine Bildvorarbeit sehen. Und die fasziniert mich. Ja, und was ist da jetzt dazu gekommen? Eine zweite Tonspur, die, das muss ich gleich vorwegschieben, von der anderen Tonspur keine Ahnung hat, denn das ist eine zweite Musik- und Bild miteinander verknüpfende Software, eine App auf dem Tablet, das ich jetzt anschließend gespielt habe. Nach diesem Klingklang ging ich noch zu einem anderen Spielzeug, einem Musikspielzeug über. Jetzt misch ich die mal.
Ja, das führt doch schon zu einigem Komponieren. Also der Übergang davon, dass man technisch mit einer Sache rumspielt und davon, dass man sagt, hoch, das ist ja was, das jeder Mensch macht und das ein Kinderspiel ist. Der Übergang davon dazu, dass man sagt, hallo, Musik, Bild, Sensation, neue Technik, Pionierarbeit, der ist hier. Ich möchte jetzt abbrechen mit diesem ersten Teil, einer Art Einführung, und genau da, wo hier die Bilder geendet haben, werde ich einen zweiten musikalischen Teil anschließen und bitte zu genießen.